Besucherin heute in Wien und es geht ins Sissy's Journey und ins, lasst euch überraschen. Ja, in Wien, da sind sie mit den Pferden unterwegs. Aber auch mit den Eseln. Endlich habe ich es geschafft. Ich glaube, seitdem es gibt, möchte ich daher ins Time Travel. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ja, mehr gibt's leider nicht zum Sehen von Sissy's Journey und vom Time Traveler, denn drinnen ist verboten zum Filmen und zum Fotografieren. Naja, dann gehen wir halt raus und schauen wir uns die echte Geschichte an, ohne Virtual Reality Brille. Aber ein bisschen erzählen kann ich euch davon. Beim Time Travel, es ist sehr aufregend, auch sehr wild und manchmal sehr laut, aber auch sehr beängstigend. Es ist alles in allem sehr abenteuerlich. Und das Sissy's Journey mit der VR-Brille, das ist was ganz was Tolles, ein ganz tolles Erlebnis. Man muss halt nur ein bisschen schwindelfrei sein und vielleicht nicht gleich einen flauen Magen haben, wenn es mal hoch hinausgeht. Wie ich da so durch Wien gehe, fällt mir auf, dass man genauso wie in Salzburg eigentlich ganz viel erleben kann, ohne dass man Geld ausgeben muss. Und eine Bitte habe ich, wenn ihr einen Musiker seht, gibt es ihm ein Geld rein. Der tut nämlich nicht betteln oder Almosen sammeln, sondern möchte einfach nur von seiner Musik leben können. Österreichisch. Erdig. Erfrischend.